Leute, was geht ab? Mega geil, dass sie da ist. Raya Meister ist da, die weltbeste Drummerin. Sie ist quasi die Erbin von Joey Jordison. Wie geht's dir? Gut geht's mir. Und dir? Hammer, was machst du so? Musik. Hammer, wen hast du mitgebracht? Mein Bruder, meinen großen Bruder, Stroppo. Stroppo, was geht ab? Was geht? Und wer ist das hier? Das ist Becky, sie ist meine Begleitung und sehr, sehr gute Freundin. Hammer, schön, dass ihr alle da seid. Was sind die neuesten Trends auf diesem Festival, Raya? Was braucht man heute? Was ist der heiße Scheiß? Was brauche ich so? Diese Dinger anscheinend. Ja, die sind der Scheiß. Wo ist es? Zahnstocher mit Geschmack, meine Freunde. Apfel-Zimt-Geschmack. Ich sage immer, das ist ein Lehrer für Bescheidenheit. Na, eigentlich ist es ein Witz, das schmeckt nach nichts. Sehr wenig, wie du selber merkst. Aber es zwingt dich dazu, den sehr lange zu nuckeln. Vorne, hinten. Wenn er nach gar nichts mehr schmeckt, dann kannst du einen ganzen Mund nehmen und draufbeißen, dann kommt die Soße raus. Und dann hast du quasi eine halbe Stunde lang was zu tun und oben drauf sieht es einfach verdammt cool aus. Was ich schmecke, ist halt Würde. Viel Würde schmecke ich. Genau. Erhabenheit. Anstand. Ja. Anstand. Und auch Geld. Selbstbewusstsein. Sehr viel Geld schmecke ich aus. Schmeckst du auch, dass ich dir alles schon mal im Mund hatte? Ja. Und das macht mich so an. Und das finde ich so gut. Das ist an euch so sympathisch. Ihr seid Geschwister. Ja. Leider. So, du machst aber auch Musik. Jetzt hier, Schroppo, fang du mal kurz an. Was machst du für Mucke? Ich mache eher so ernstere Musik. Viel politische Themen auch. mein Political Hit war Tiere. Da habe ich damals mein Lied über Tiere gemacht. Hast du deine Band eigentlich schon erwähnt jetzt? Achso, ja, nee, also ich mache auch Musik, genau. Meine Band heißt TBS, das ist die beste Band der Welt. Man nennt sie auch The Great Music Band. Und wir gehen im Januar auf Tour. Wir machen tolle Partymusik für tolle Partyleute. Entspannend, leichtfüßig, einfach tolle Musik. Der Name ist Programm Great Music. Okay, danke dafür. Ja. Jetzt kommt Raya. Was geht ab? Warum hast du, also du bist natürlich der Wahnsinn, aber wie hast du es geschafft? Wie viele Follower hast du bei TikTok? Bei TikTok sind es 1,1 Millionen und bei Insta 800.000. Ey, checkt mal diese Zahlen. Versteht ihr das? Versteht ihr, wie viel das ist? 800.000 bei Insta, 1,1 Millionen. Checkst du das auch, wie viel das ist? Aber wie lange machst du das schon? Also seit 2019, kurz vor der Pandemie, habe ich angefangen. Okay. Was habt ihr euch gestern angeguckt? Avengers Sevenfold. Das war mein absolutes Highlight. Echt? Ja. Also ich glaube, Slipknot, Avengers Sevenfold, Five Finger Death Punch waren die drei Bands, mit denen ich aufgewachsen bin. Ach, Alltime, ja. Also aufgewachsen. Ich höre ja erst, seitdem ich 14, 15 bin, Metal, aber ja. Aber warte mal, erst, das ist früh. Also mit 14 Metal hören ist schon stark. Was hast du davor gehört? Jan Delay höre ich immer noch. Ja, ist ja auch stark. Jan Delay. Hält das ja überhaupt nicht cringe. The Love Below, Deichkind, Seed, die Ärzte. Hast du keinen Cringe gehört? Red Hot Chili Peppers. Und Achtung, Flex. Ja. Ich habe The Prodigy noch live gesehen, bevor Keith Flint gestorben ist. Und das ist echt ein Flex. Ja. Darf ich dir auch einen Flex? Ich ergänze, okay? Ja, sehr gerne. In meinem ersten Jahr bei Rocket Beans, das war vor 10 Jahren, da hatten wir einen Auftrag für Universal Music und das hieß irgendwie Artist Couch. Und da musste ich tontechnische Sachen machen. Ich musste halt verkabeln und Leute mikrofonieren. Und das war mit The Prodigy. Keith Flint war da. Ja, und ich war auch so richtig, so richtig ehrfürchtig. Weil ich dachte, Alter, krass, Mann. Ich finde dein Flex auf jeden Fall gut. Kann ich nachvollziehen. Aber ist das jetzt deine Favorite Band, so Prodigy? Kann man so sagen, weil du groß geworden bist? Ja, schon. Also Slipknot ist eigentlich Number One, aber The Prodigy ist auch sehr strong. Ich würde sagen, passt sehr, sehr, sehr gut. Oh, krass. Ja, feiere ich sehr. Slipknot habe ich für mich spät entdeckt, muss ich sagen. Und dann habe ich ihn gecheckt. Alter, das ist ja geil. Das ist ja wirklich musikalisch geil. Der Corey Taylor singt wie Sau. Das ist der Hammer. Ja. Okay, pass auf, ich habe keinen Bock mehr auf diese langweiligen Gespräche. Selben, kann ich gehen? Komm, ich halte es. Halt mal, wir machen jetzt so eine, weißt du, was alle machen bei Internet gerade? So, Hunde oder Katzen, weißt du, so eine Scheiße. Was sagst du? Bla, das machen wir jetzt. Ich baller die jetzt durch. Okay, let's go. Ja? Ihr macht alle mit. Am besten die Antwort alle gleichzeitig. Boah, wie geil, das sind sogar Mikrofone mit deinem Logo. Ja, die lieben mich. Alter. Oh. Willst du auch einen Kontakt zu Schuhe haben? Ja, bitte. Die lieben mich. Schuhe. Das ist ja, hast du dich selber gemacht? Die habe ich mit meinen Füßen selber gemacht. Oh, wie cool, aber. Ich war sehr lange nackt im Wintergarten und habe dann die Farbe ausgepackt und alles bemalt. Das war so schwierig. Aber so ehrlich, hast du das bedrucken lassen? Ist das ja, das habe ich. Das kann man machen bei Schuhen. Die mögen mich gerne, wirklich wie Schuhe. Ja. Okay, fang easy an. Hier stehen auch die Antworten. Hunde oder Katzen? Hund. Hallo, du bist auch dabei. Hunde. Gut. Ich
hasse Hunde. Sommer oder Winter? Sommer. Winter. Strand oder Berge? You're so different. Strand. Strand oder Berge? Berge, ich habe ein bisschen Angst vor dem Strand. Meer ist groß und Angst vor dem Strand. Wovor hast du Angst? Vor Hunden am Strand, die da Spaß haben zum Beispiel? Das kann ja auf dem Berg nicht passieren. Generell Spaß, nee. Finde ich auch. Du stehst am Abrisski, oder? Sei ehrlich. Da habe ich auch Angst vor. Okay, anrufen oder WhatsApp? WhatsApp. Anrufen. Ja. Echt? Ja, auf jeden Fall. Das sagt niemand. Ey, ja, oder? Also, mir wird am Tag wegen der Arbeit von 100.000 Leuten geschrieben und manchmal, wenn du einfach keine Lust hast, deine Nachrichten zu beantworten oder weil du einfach gerade keine Zeit hast und niemand sieht, du bist online und schreibt dir gerade. Hey, das ist richtig an, ernst jetzt. Klär irgendwas ernst. Ganz kurz, 5 Minuten am Telefon, zack, ja, okay. Und dann kannst du auch nie wieder okay. Dann gehst du richtig verletzt von dieser Frage schon. Ja. Okay, wir machen direkt weiter. Früh aufstehen oder Nachteule? Nachteule. Schon beides, aber früh aufstehen ist mega geil. Ja, sieht man halt. Okay, das stimmt. Aber das stimmt. Was machst du morgens gerne, wenn das mal klappen sollte, also, einmal in 10 Jahren? Also ich mache das sehr oft. Also ich habe oft das Gefühl, wenn ich zu spät aufstehe, verliere ich Zeit, weil ich immer was machen will. Und früh wach zu sein, ist so, als ob man halt mehr vom Tag hat. Klingt so, du nee, das Volk, aber. Aber ich glaube, das ist auch so ein Männerding, ehrlich gesagt. Ja, die wollen da was schaffen, die wollen da einen Wald. Ich mag aber auch die Friedlichkeit morgens. Du wachst auf und alles ist halt so still und kühl und die Vögel. Ich finde es richtig romantisch teilweise. Pfannkuchen oder Waffeln? Pfannkuchen. Ja, so frische Waffeln, ich kennst Waffel du das Ultra nicht? Früher der Waffelverkauf in der Schule. Ich keine Waffeln, was los? Raus! Waffelverkauf in der Schule, wenn die ganze Schule schon in der Pause nach Waffeln Alter, geworfen das hat. Alter, fühle ich! Boah, so also ein bisschen Puderzucker oder vielleicht auch ein bisschen mehr Puderzucker. Die da am Rumwaffeln sind, Alter. Ja. Ich so, ja, ich gebe dir 3 Euro. Außer diese dicken Pancakes, die sind auch gut. Nee, Waffeln, ich fühle das Waffeln. Aber ja, also. Was habt ihr an Waffeln aus? Nee, was hast du, aber warum Waffeln statt Pfannkuchen? Das ist eine Oder-Frage. Ja, also, das ist ein gutes Backprodukt. Was die sind so natürlich das beste Bäckerei-Produkt? Die beste Backware. Die beste Backware? Das Laugenbrötchen. Ah, auf jeden Fall. Das Laugenbrötchen. Ja. Können nicht aber, viele. Weißt du, der Vergleich zwischen Waffeln und Pfannkuchen ist einfach legit number one. Und Waffeln sind so auf so puffig, so fluffig, viel zu stopfend und Pfannkuchen sind flach und lecker. Ja, ey, das Geheimnis ist, du musst ein bisschen Zitronenzesten in deinen Waffelteig reinmachen. Ja. Und dann kriegst du Zitronenzesten ein bisschen in deinen Waffelteig und dann schmecken die Zesten richtig. Zesten? Ja, du reibst die so ein bisschen ab. Guck mal, auch hier lernt man was. Ich hab überall Zesten, ey. Ja, so. Die sind so zitronig. Schmecken wir einfach. Ich hab keinen Bock auf diese Scheißfragen. Lass jetzt zocken. Ich hab Bock. Ja. So, die Geschwister spielen jetzt gegeneinander. Ja, ich mach dich fertig. Wie im echten Leben auch. Nee, gib das mal rüber, ich glaube, es leichter. Geil. Boah, okay, hast du schon mal gespielt? Hast du schon gesagt? Ich auch nicht. Ich kann generell nicht zocken. Ich zock nur GTA Autorennen. Weißt du, was du generell auch nicht kannst? Ja. Halt der Maul. Schlagzeug spielen, Bro. Halt der Maul. Wir spielen jetzt Mortal Kombat. Ich zeig's euch, Chat. Kitana. Ultrakämpfer. Hä, wer bin ich denn? Das bin ich. Ich bin rechts. Ja. Tausch doch mal. Ja, lass doch die Controller tauschen. Kreis, kommt ihr nochmal zurück. Ja. Wenn ich jetzt was auswähle, warum wird denn nicht angezeigt, der Player? Wie? Also, guck mal, ich bin der Player 2. Ja, jetzt ja. Ach, ich muss erst okay. Oh. Oh, fuck. Egal, ich nehm die. Die sieht aus wie meine Ex. Super. Das ist gut. Ich mag, wie flexibel du bist. Die soll sehr gut sein. Aha, Prodigy gegen Slipknot spielen jetzt gerade, oder was? Warum? Ohne Scheiß, ich check's nicht. Hä? Sind wir zwei Player, sind vier ja, Spieler. Tag Team. Einer hilft dir dann so. Okay. Im Kampf. Wie aufgeregt ist der Stroppo? Ein Verbündeter. Maximal, wow. Wenn ich ehrlich bin. Alter, guck dir mal hier die Mädels an. Serena und Kitana. Alter, er hat mein Body, den nehme ich. Boah, scheiße, okay. Ist ja ein Hammer-Body, den du hast, Alter. Alter, schon mal. Nee. Gegossenes Dynamit. Ja, für dich. Wüste, können wir Wüste machen? Ja, ihr sucht dir was aus, ihr macht das jetzt. Wir chillen. Becky und ich chillen hier. Wüste. Was zockst du sonst gerne? Minecraft. Boah, Minecraft. Leute, Minecraft ist und bleibt. Echt? Ja, Survival Games. Leute, Gomma Server, Gomma HD. Das MC. Ich kenn mich aus. Alter, wirklich. Richtig real. Ja. Das hast du gemacht, bevor du Drummerin wurdest, oder was? Ja, hauptberuflich. Ich hab Salat gemacht und Minecraft gespielt. Genau. Auf Twitch aber auch. Es muss jetzt oh, guck mal, die haben eine Story. Jetzt geht's ab, Leute. Hätte ich auch noch geil gemacht. Der fuck.
Ja, die Girls Hamburg. Alter. Fühlte das, das T-Rex, Mann. So sah ich gestern aus. Im Vollrausch. Das war ganz schlimm. Und so bin ich auch hingefallen. Dass ich spiele gerade den gestrigen Abend nach. Boah. Oh Gott. Hä, du bist ja viel besser als Stroppo. Nur im Game. Alle sagen das. Ja, was, wie machst du das? Meiner bewegt, oh, meine bewegt sich gar nicht. Ja. Oh. Wie das aussieht. Ich wünschte, ich hätte gestern noch gekotzt, dann hätte ich besser geschlafen. Hast du gestern gekotzt? So, leider nicht. Ach so. Das war so dumm. Hör auf! Oh, Alter, der Oberhärte, ey. Raptor. Sag mal, Raptor gegen Kitana bei Mortal Kombat. Macht schon Bock auf, oder? Auch zum Gucken, wie geil es ist. Wie heißt das Game? Mortal Kombat. Ach so. Ist denn der neue heiße Scheiß? Hallo, kannst du mal damit aufhören? Du aufhören, mir ins Gesicht zu kotzen. Fatal Blow, L2, R2. Die hinteren Tasten. L2, R2. Ja, die beiden. Jetzt? Ja, mach. Fatal Blow. Aber ich kann Fatality machen. Neu. Fatal Blow, kann ich Fatality? Mann, ja, anscheinend geht es. Warum geht es nicht? Es geht nicht. Es steht doch da. Ich drück doch. Mach was. Ach, eins. Nee, zwei steht da. Nee, das ist aber Raya. Ja, Raya ist das. Du kannst Fatal Blow. Mach doch. Was muss ich da machen? Beide Schulter. Die hinteren Schulter, das ist beide. Dina, ja. Fatal Blow, beide. Nein, das war doch ich. Oh. Nee, bei dir steht jetzt Fatality. Hab ich überhaupt nicht gecheckt, Alter. Boah, Alter, ist das nervenaufreibend. Ich komme nicht auf jeden Fall. Hallo, warte, ich muss mal, lass mal kurz chillen. Lass nein, mal erstmal. Doch, nein. Ich will mal gucken, wie einmal das ist. Einmal Steuerung. Lass mal einmal Steuerung checken. Da stand gerade bestrafen, hast du gesehen? Ich bestraf dich jetzt. Oh! Meine Zeit. Und in Zukunft spielst du einen Takt, damit das warte gleich. Doch mal! Hallo! Naja, es ist ein Kampf um Leben und Tod. Es ist Familie. Ein Kampf um Leben. Um die Familie. Nervt mich doch jetzt nicht. Ehre genommen. Nee. Achtung, jetzt, ich töte dich jetzt. Einfach mehr schneller drücken. So rede ich eigentlich. Ja, Mann. Alter, der Teufel himself. Wow. Der Female Devil. Hammer. Ja, ich war so richtig fies hinter dir. Ja, wirklich. Ist echt so. Jetzt fällt mir bloß, mach mal beide. Du darfst jetzt. Raya, L2, R2. Fatal Blow. Fatal Blow. Ja, Fatal Blow. Fatal Blow. Nee, war's nicht. Keine Ahnung. Ich check überhaupt gar nichts. Junge, lass mich in Ruhe mit deinem Kack. Fatal Burn. Das ist so aus Frankfurt, oder? Ist so komplett. Hier so dieses Meme, kennst du das wohl? Aha. Fatal Blow. Alter. Dieses Meme, oh. Wenn man in Frankfurt nach dem Weg fragt und dann sowas passiert. Alter, was geht? Stroppo! Ich will nicht mehr. Finisher! Stroppo! Ich bin getötet! Oh, nein! Nein! Überhaupt nicht gefinisht! Peinlicher Finisher! Ja, was? Wie finisht man? Mit jeglichem Knopf oder muss man da eine Kombi machen? Herzlichen Glückwunsch! Hast du verloren. Wie war's für euch? Ah! Warte kurz. Oh yeah. Oder? Hier, es gibt den auch noch. Was, ja? Aneinander. Und jetzt musst du zugreifen. Das ist halt. Der ist viel besser. Ja. Der ist sag mal. Nee, das mach ich nicht. Lass den alle machen. Mach mal. Hey, Raya, wie kann man dich supporten? Wie heißt du denn bei TikTok? Raya Meissner. Okay. Mit J. Okay. Bei Instagram. Bei Insta auch. YouTube. Folgt da rein. Struppo, wie kann man dich supporten? Struppo auf Instagram. Nee, ey, kommst du zu unseren Konzerten? Das wird todeswild. Seid ihr in Hamburg? Ja, sehr gut. Januar dann im Frühjahr. Lass uns mieten. Bitte, sehr gerne. Und ansonsten liked bitte einfach alle meine Videos. Und meldet Rayas Videos. Ja. Und bitte ein bisschen gleich. Kann man nicht supporten? Anrufen. Doch, Elba Club. Elba Club in Frankfurt. Sachsenhausen, als alles. Metal, alles. Konzerte, Drum and Bass. Checkt das ab. Ja, Elba Club. Frankfurt. Ey, vielen Dank, dass ihr da wart. Ey, hat uns gefreut. Was hört euch jetzt an? Warte, was jetzt? Cowboy? Cowboys, Leute. Ja, klar. Oh, wir haben noch Zeit. Natürlich. Erstmal noch ein bisschen hier. Ja, perfekt. Lass draußen ein Foto machen. Das ist der Trick, weil die Musik ich von dir. Alle geil. Cowboy. Komm, wir gehen raus. Ein Foto. Tja, Leute. Tschüss. 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 Tschüss.
Ihr habt gedacht, das Video ist schon vorbei, was? Nein, nein, ich wollte es nicht versäumen, noch einmal Danke zu sagen. Danke an Dreamhouse bzw. die Veranstalter vom Rock am Ring, dass ich mit meinem Sprinter vor Ort stehen durfte und dort wieder ein bisschen Schabernack machen durfte. Danke an die Künstlerinnen und Künstler, die bei mir im Bus saßen. Wir hatten wunderbare Gespräche, wir haben toll gezockt. Und danke an dich, dass du dieses Video geschaut hast, trotz meiner Heiserkeit. Aber so ist es nun mal, ich kann dann ja auch nicht halblang machen, ihr wisst es ja. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet und vielleicht hier unten in den Kommentaren einen kleinen Text da lassen könntet. Das würde mir viel bedeuten, würde mich sehr freuen. Und nicht zuletzt möchte ich mich bei meinem wunderbaren Technikpartner, Achtung, Werbung, Asus bedanken für die Bereitstellung dieses Sepherus G14 Notebooks. Wir hatten damit sehr viel Spaß. Alle haben es gefeiert. Es ist ein Gaming-Notebook mit richtig viel Power. Ihr seht schon dieses 120-Hertz-Display, was überhaupt nicht flimmert und nice ist. Auf der Rückseite ist diese geile Slash-Bar. Es ist eine RTX 4070 von Nvidia verbaut und ein AMD Ryzen 9 Prozessor. Also Gaming-Power pur, hat uns nicht enttäuscht. Die Leute waren happy. Und wenn ihr mehr über dieses wunderbare Gerät erfahren wollt, dann klickt gerne hier unten in die Videobeschreibung einmal rein. Wird mir auch viel bedeuten. Das war's jetzt aber. Bis zum nächsten Video. Euer Krogi.